Brüder und Schwestern in Christus, wie schon anfangs gesagt, feiern wir immer noch Ostern. 8 Tage lang wiederholen sich dieselben Gebete. Wer das Stundengebet betet, dem wird es auch langweilig. Immer wieder dieselben Sonntagspsalmen, also immer wieder Ostern, 8 Tage lang, bis zum Geht-nicht-mehr. Heute begegnen wir einigen der Jünger Jesu, die sich irgendwie von der ganzen Botschaft nicht berühren ließen. Sie berichten selber, als sie Jesus begegnen, erzählen ihm selbst von dem, was in Jerusalem geschehen ist, werfen ihn sogar vor, ja, du weißt nichts, was da los ist. Es ist alles anders. Und trotzdem gehen sie irgendwo hin. Sie bleiben nicht mit den anderen Jüngern Jesu in Jerusalem, um das irgendwie zu erfassen, was dort geschehen ist, sondern suchen das Weite. Und für mich ist es sehr oft auch ein Bild dafür, wie wir als Christen leben, in unserer Nachfolge stehen. Eigentlich weiß jeder von uns, was wir als Christen zu tun haben und zu lassen haben. Und trotzdem geht irgendwie so die eigenen Wege. Ich habe vor einigen Tagen versucht, ein Interview zu lesen, bin noch nicht dazu gekommen, damals zu müde, jetzt immer noch ein bisschen. Aber bei diesem Interview, was mich interessiert hat, was mich sehr angesprochen hat, war, dass dieser Interviewte, auch ein Foto da von ihm war, und ein T-Shirt trug, auf dem eine schöne Inschrift stand. Keep calm and pray for the Pope. Also bleib ruhig und bete für den Papst. Das ist für mich auch ein Bild von dieser Emmaus-Erzählung, von dem, was unsere Kirche ausmacht. Wir sind sehr oft schnell im Urteilen, wenn es um die Kirche selber geht, als Institution. Das ist etwas, was wir auch brauchen, das trägt, das ist notwendig, manche sagen ein notwendiges Übel, egal wie man das nennt, das ist da. Und Papst Franziskus bemüht sich seit 2 Jahren, diese Institution zu reformieren, wie alle seine Vorgänger, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Veränderungen gibt es immer wieder. Und sehr oft, wenn ich mir verschiedene Kirchenkreise anschaue, habe ich irgendwie den Eindruck, da gibt es keine Geduld mit dem Papst, mit dem Bischof, mit dem Pfarrer oder mit sonst jemandem. Aber ich habe auch erfahren dürfen in meinem ziemlich kurzen noch Leben, ich hoffe, ich habe noch ein paar Jährchen vor mir, werde noch Größeres erfahren, aber ich durfte erfahren, das habe ich schon sicher einmal erzählt, aber ich mache es trotzdem noch einmal, wie diese Inschrift oder also dieses Slogan aus diesem meinem T-Shirt Wirklichkeit werden kann. Wenn man in eine Diözese kommt, die von sehr vielen Problemen geplagt wurde, von einem Missbrauchsskandal und Pornografie und vielem anderen, was nicht schön war, also Intrigen auch im bischöflichen Ordinariat gegen den alten Bischof, gegen den neuen Bischof, gegen den Generalvikar und alles Mögliche, so wie wir Menschen halt manchmal sein können. Eine unschöne Geschichte. Und wenn man dann dem Bischof begegnet, der schon seine 70 Jahre auf dem Buckel hat und schon mit der Hoffnung schaut, ah, da schreibe ich mit 75 meine Ersuchen um die Pensionierung und vielleicht stimmt der Papst dann gleich zu. Einen müden Bischof, der viel geschafft hat, also viel Ruhe in die Diözese gebracht hat,
aber keine Kraft mehr hat, noch etwas zu machen. Der sich dann von einigen wenigen Gläubigen inspirieren lässt, innerhalb von 2 Jahren ein neuer Aufbruch in einer Diözese beginnt, wo er eigentlich wie ein 20-Jähriger sich aufführen kann, wo er sich einfach darüber freut, dass er Menschen begegnen kann auf der Straße, dass er wieder Christus verkünden kann, ohne sich verstecken zu müssen. Das ist das, was die Auferstehung, die Kraft der Auferstehung mit jedem von uns machen kann. Nicht nur in dieser Art und Weise, was diesem Bischof zugestoßen ist, der sich wirklich begeistern ist. Und jetzt ist er schon 74, oder ja, er wird 75 dieses Jahr auf jeden Fall. Also er wird abtreten. Und trotzdem, also man sieht ihn, der freut sich einfach über alles Gute in seiner Diözese. Und es gibt viel Gutes. Also nicht nur wie der Bischof, dass man sich wieder begeistern lässt, sondern dass man auch zu einem Funken der Begeisterung für andere sein kann. Und das ist viel einfacher, als wir uns das manchmal denken. Jeder von uns machte so eine Erfahrung wie die 2 Jünger, auch hoffentlich machte jeder von uns so eine Erfahrung wie die 2 Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus sind. Wo du vielleicht Christus in deinem Leben auf eine Art und Weise begegnet bist, die dein Leben geprägt, vielleicht nicht grundlegend verändert, aber geprägt hat. Kehre dorthin zurück. Kehre zu dieser Begegnung mit ihm zurück, so wie die Jünger das machen, als sie kapieren, das, was sie im Emmaus suchen, da gibt's das nicht. Das ist in Jerusalem, da wo das Ganze geschehen ist. Und sie gehen zurück, als sie das bemerken. Versuche, dein Jerusalem zu finden, deine Begegnung auf dem Weg nach Emmaus, wo du Kraft schöpfen kannst, nicht nur dadurch, dass du selber zu einem schönen Beispiel für andere wirst, sondern vor allem, dass in dir wieder dieser Funke brennen kann, der die Jünger Jesu auszeichnen sollte. Und du kannst mir glauben, so unscheinbar du dir vorkommst, du kannst einen müde gewordenen Bischof zur Umkehr bewegen, nicht, dass er großer Sünder wäre, jeder ist es, aber nicht in diesem Sinne zur Umkehr, sondern zu einer neuen Begeisterung verhelfen kannst. Du hast Lahmen wieder auf die Beine helfen, Menschen wieder zum Leben erwecken, die schon nur auf den Tod warten. Es geht nicht darum, eine gute Laune zu verbreiten. Das sollten wir Christen auch tun. Sollte man nicht vergessen. Die Freundlichkeit ist etwas Christliches. Aber es geht um etwas Tieferes. Jemanden zu erheben, ihm zu helfen, das Leben ganz auszuschöpfen. Dazu bist auch du berufen und du bist dazu fähig. Das vergessen wir sehr oft. Ja, das sollen die anderen machen. Das erlebe ich in Klöstern. Bei uns ist es nicht so kompliziert, wir sind alle relativ jung, aber in anderen Gemeinschaften, wo ich bin immer noch der Jüngste, aber wo man immer der Jüngste ist und dann gibt es ein, zwei 50-Jährige und alle anderen sind schon über 70. Und ja, da gibt es manchmal irgendwie hoffnungslose Situationen, weil die Alten immer sagen, ja, macht's ihr Jungen, ne? Na, alle sind dazu berufen. Nicht nur die jungen Christen. Auch wenn du in deinem Leben schon sehr viel geschafft hast. Oder ganz wenig, kann auch sein. Egal, du kannst mehr. Und Christus ist derjenige, der jeden von uns dazu befähigt und ermächtigt. Weil die Taufe ist das Sakrament, das wichtigste Sakrament, das die Kirche hat. Sie macht dich und mich zu neuen Menschen. Nur man muss es entdecken. Und manchmal geht man so ein bisschen blind durch das Leben, wie die Jünger Jesu, von denen wir heute gehört haben,
die nicht einmal bemerken, wenn Jesus neben ihnen geht, dass er es ist. Manchmal sind wir wie Petrus, der keine Ahnung hat von dem, was da los ist. Aber wir sollen auch wie diese Jünger sein. Wenn sie merken, wo das Leben ist, wo die Freude ist, wo der Auferstandene haust, da soll man hingehen. Und wenn du dazu etwas Besonderes brauchst in deinem Leben, wage es. Wenn du nach Jerusalem fahren müsst, um das zu erfahren, mach es. Wenn du, was weiß ich, nach Mariazell gehen solltest, um das erfahren zu können, mach es. Wenn du 5 Minuten Gebet brauchst, um das zu erfahren, mach es. Es muss nichts Großes sein. Aber suche seine Nähe mit all deinen Mitteln. Es soll dir nichts zu schade sein, weil diese Begegnung mit dem Auferstandenen verändert grundlegend und alles in unserem Leben. Wer es erfahren hat, weiß, wovon ich spreche. Wer es nicht erfahren hat, darf auf diese Begegnung warten. Das ist auch eine schöne Sache, auf etwas Gutes zu warten. Das wünsche ich uns allen, dass wir den Auferstandenen dort suchen, wo er wirklich ist und nicht dort, wo wir uns das vorstellen, irgendwo in der Pampa unseres Lebens, wo er gar nicht eigentlich zu finden ist, sondern dass wir nach Jerusalem zurückkehren, unser ganz persönliches Jerusalem, ihn dort finden, wo er wirklich ist in unserem Leben und uns von ihm auch dann in diesem Leben tragen lassen.